Wie lange blieben Sie insgesamt in Friedland? Ich glaube, wir waren circa eine Woche dort. Das war ziemlich schnell, dass wir reinkamen, wurde gefragt, war auch eine kleine so medizinische Untersuchung, aber das war alles soweit oberflächlich. Und die haben auch gefragt, wie und was für Nöte wir haben. Und ja, die Kissen haben wir gleich sofort in Friedland bekommen. Die wir mitgeschleppt haben, waren schon umsonst. Aber Kissen, Decken sind immer noch da. Ja, die Decken liegen bei uns noch und wir nutzen die sogar noch. Welche Stationen mussten Sie alles in Friedland durchlaufen? Was galt es alles zu erledigen? Ja, das kann ich auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Das war immer, sie mussten in diesem Zimmer, in diesem Zimmer, in diesem Zimmer. Und da waren wir immer da pünktlich. Meistens war es auch damals, dass diejenigen, die aus Russland kamen, waren in Unterzahl. Das waren nicht so viele. Viele waren aus Schlesien und viel wurde auch Polnisch gesprochen. Aber mit der Sprache kamen wir so gut zurecht, wie wir konnten. Deswegen war das ziemlich schnell, dass wir auch das alles erledigt haben. Waren denn viele Menschen zu der Zeit im Lager? Lager war voll. Ja, ich weiß nicht, wie viele da jetzt insgesamt da waren, aber wenn man da jetzt die Schlange mit den Tellerchen, wir waren nicht in einem Gang alle fertig. Das waren mehrere Stufen, dass die alle gefrühstückt oder zu Mittag gegessen haben. Hatten Sie denn ein eigenes Zimmer für sich und Ihre Familie oder haben Sie sich das geteilt mit jemand anderem? Weil wir zwei Familien waren, waren wir, glaube ich, zwei Familien in einem Zimmer. Das war in Friedland noch so. Unermaßen haben wir schon zwei Zimmerchen gehabt. Nee, glaube ich, auch dort waren wir auch mit der ganzen Familie zusammen. Ich meine, es ist meine Schwester mit Familie und ich mit unserer Familie. Und hier in Neuss schon haben wir ein kleines Zimmer gehabt, ein Zimmer und zwei Zimmer und Küche. Was ist Ihnen denn besonders positiv oder auch negativ an Friedland aufgefallen? Positiv habe ich alles auch darüber gesprochen. Und Negatives habe ich nicht. Ich habe die Rotkreuz-Engel bewundert, die Frauen, ich habe danach erfahren, dass die auch meistens ehrenamtlich dort arbeiten. Da habe ich die bewundert, wie die da jetzt schnell und so präzise gearbeitet haben bei der Verteilung. Ich habe da überhaupt keine negative Erfahrung dort gehabt. War alles super. Welche Unterschiede sind Ihnen denn zur Sowjetunion besonders aufgefallen? Also auch noch in Friedland im Lager und oder aber auch in der Stadt? Ich könnte den ersten Unterschied unterstreichen, Menschlichkeit. Wir haben mit den Leuten gesprochen, die uns als Menschen gesehen haben. Und dort, besonders bei der Ausreise, besonders auch in allen Fällen, da gucken auf dich die Beamten wie auf irgendwas, wie auf ein Monster. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt beschreibt, aber da mit dem Kunde und König ist dort noch lange keine Rede. Obwohl jetzt hat sich da vieles geändert, aber besonders in der Zeit, wo wir waren, diese Menschlichkeit und die haben zugehört, die haben Anteil genommen, die haben auch versucht zu helfen, das war einmalig. Gab es auch noch etwas, was Sie dort bekommen haben, in Form von Unterstützung als Begrüßungsgeld oder auch noch irgendwelche Kleidung oder ähnliches?
Wir dürfen da etwas Kleidung bekommen und meine Frau hat sich erinnert, dass sie immer noch diesen Rock hat, trägt nicht so oft, weil er schon mal kleiner geworden ist oder sie ein bisschen größer. In jedem Fall, die Kinder haben viel Kleidung bekommen, die waren so glücklich. Die Kinder haben auch Spielzeug bekommen, das auf einmal war für Bedarf, der erste Bedarf gleich sofort auch gedeckt. Wir haben Kissen bekommen und die Decken bekommen und die, ich glaube, das war schon in Friedland, wo sie gesagt haben, die Decken könnt ihr auch behalten. Oder war das in Unamaßen? In jedem Fall haben wir das alles gleich sofort bekommen. Und so von Geldunterstützung, ich habe das alles immer in meinem Gedächtnis gehabt, aber jetzt kann ich auch etwas daneben liegen. Wir haben Begrüßungsgeld bekommen. In welche Größe, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, 200 Mark war das damals pro Person. Und in Unamaßen haben wir auch schon angefangen, diese Arbeitslosengeld zu bekommen. Damals war Arbeitslosengeld. aber so von der Menge, wir haben auch noch 100 Euro pro Person in Neuss bekommen, das weiß ich noch. Und wir haben auch Anträge gestellt auf Unterstützung unterschiedlicher Art. Jetzt alle Anträge kann ich da jetzt nicht da sagen, wie die heißen, aber die wurden einfach in die Hand gedruckt, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und wir haben das gemacht. Wir haben natürlich Freizeit gehabt, besonders Abend, da sind wir in die Stadt spazieren gegangen, mit Neid in die Fenster geguckt und geschwört, dass wir uns auch so hoch arbeiten, die Autos angeguckt und gedacht, mein Gott, so ein Auto kriege ich nie im Leben. Ja, aber Zeit haben wir gehabt, auch mit den Kindern was unternehmen. Da sind ja spezielle Spielplätze dort, da waren wir überall.